Ich war auf dem Eiffelturm, sogar ganz oben, und hatte eine glückliche Kindheit. Ich habe ein Zuhause, in dem ich mich wohlfühle, gute Zähne, mein Konto ist nicht überzogen. Ich war echt lange wach. Ich habe das gemütlichste Bett der Welt, also... Warum zum Teufel kann ich nicht einschlafen? Ist es, weil die Sonne irgendwann explodieren wird? Oder quält mich doch nur die Frage, wie groß das Vermögen ist, das mir in Form von Kleingeld aus der Tasche gefallen ist? Hey, suchst du was Bestimmtes? Hast du irgendwas, was beim Einpennen hilft? Da ist eine Kiste mit alten Kinderhörspielen. Die fahren dich ordentlich runter. Hör ich immer, wenn ich nicht klarkomme von einem Trip oder so. Drecksviecher. Also du meinst, meine Schlaflosigkeit hat was mit Bluthochdruck zu tun? Ja, und dagegen musst du was tun. Bluthochdruck erhöht das Herzinfarktrisiko. Bum, 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 bum. Und das war's dann mit dem Herzen. Mein Yoga-Lehrer sagt, Entspannung ist die beste Medizin. Aha, also soll ich jetzt Yoga machen? Ja, das ist die innere Reise zu dir selbst. Und Stretching plus Muskelaufbau. Ach Gott, da reise ich lieber nach Indien oder sonst wohin. Junge, also willst du weg? In fremde Länder oder wie? Hey, gar keine so schlechte Idee. Vielleicht muss ich einfach nur eine Reise machen. Na, wenn du denkst, dass das deinen Blutdruck senkt. Toll, schon wieder wach. Was ist es diesmal? Ist es der Gedanke daran, dass auch Sean Connery eines Tages tot sein wird? Oder habe ich einfach nur Hunger? Wann treffen sich eigentlich die Züge, die mit gleicher Geschwindigkeit von Wuppertal und Stralsund aufeinander zufahren? War dieser Nagel schon immer da an der Wand? Und? Wann geht's los? Hast du dir schon eine Route überlegt? Einfach geradeaus und sehen, was kommt. Morgen bin ich dann weg. Gut, dass wir uns noch sehen. Ich habe nämlich noch was für dich. Für die Reise.
Socken. Aber das wäre doch nicht nötig gewesen. Nicht irgendwelche Socken. Wasserdichte Socken. Nie wieder kalte Füße. Die beste Erfindung seit dem Dosenöffner. Ach ja? Trockene Füße sind die halbe Miete. Ey, was guckst du dumm auf diese Fleck, ja? Ja, da stand mein Motorrad. Schwör mal, das war dein Motorrad? Ist gerade einer gekommen und hat's abgezogen, ja? Was? Ja, er hat mich gefragt, ob ich mit ihm Ostsee gehen will. Hab ich gesagt, doch nicht mit dir, du deutsche Kartoffel. Was? Ey, bleib mal ruhig, scheiß mal drauf, ja? Sah eh kacke aus. Oh Gott. Wenn wir was hören, dann rufen wir sie an. Jetzt fährt irgendein Idiot mit meinem Motorrad durch die Welt. Und ich? Ich bin einfach nur wach. Hey, sag mal, hast du zufällig ein tolles Mittel gegen Schlaflosigkeit? Na, bevor du hier so rumhängst, ich schau mal, was ich für dich tun kann. Ich habe mir mal vor, aus dem fliegenden Flugzeug zu springen. Im freien Fall schlafe ich nämlich immer sofort ein. Dreh dir doch einen Joint. Hier, ich gebe dir was von meinem Gras ab. Ein Versuch ist es wert. Danke dir. Hast auf jeden Fall was gut bei mir. Kann ich noch ein Bier haben? Nee, ich hab das letzte genommen. Hm. Was jetzt? Wieso nimmst du nicht einen Flieger? Angeblich das sicherste Fortbewegungsmittel. Na, oder bleib doch einfach hier. Es ist Sommer und ich hab mir sagen lassen, dass es in Berlin von schönen Frauen nur so wimmelt. Wenn ich noch so jung und gut aussehend wäre wie du, ich würde freiwillig nicht schlafen. Ja, gestern in der Kneipe war ein echt cooles Barmädchen. Na, siehst du, dann ran an die Buletten. Naja, ist ja auch nicht so leicht. Bei denen gehört das doch zur Arbeitsplatzbeschreibung. Unerreichbar sein. Na, mit mir, altem Sack hier auf dem Dach, lernst du auf jeden Fall keine Frau kennen. Mach doch mal ein bisschen Urlaub vor der Haustür.
überkrass. Hast du deine Motorrad zurück, oder was? Ja, hab den Penner gefunden und es mir zurückgeholt. Richtig gut. Und wo fährst du jetzt hin? Weiß nicht. Was fändest du denn gut? Ich schwör, ich würde nach Hawaii gehen. Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Dann fahre ich mal mit meinem Motorrad über den Pazifik Richtung Hawaii. Dein Ernst? Ich komm mit. Nee, sorry. Einmal die zwei, bitte. Momentchen. Na, brauchst du wieder ein Tütchen? Wenn das nur die Lösung wäre. Ach, so schlimm. Naja, weißt du eigentlich, warum Waschmaschinen Fenster haben und Spülmaschinen nicht? Na, du bist mehr ein Existenzialist. Keine Ahnung. Tja, wenn man nachts wach liegt, schwirrt einem so einiges im Kopf rum. Das ist gut, wenn jemand neben dir liegt. Aber den hält man ja dann mit seinem Gefälze vom Schlafen ab. Du bist ja nicht gerade kreativ. Man kann sich ja auch gemeinsam wälzen. Komm, ich geb dir einen aus. Dann geht der Heimweg leichter. Na, kannst du etwa auch nicht pennen? Worauf wartest du? Darauf, dass irgendwas Sinfonisches passiert. Da kannst du lange warten. Meistens muss man die Dinge schon selbst in die Hand nehmen. Einfach rein. Tür ist offen. Tag. Ich hatte angerufen wegen dem Motorradlenker. Jo, richtig. Das Ding ist in der Kiste da, zu den Füßen. Oh ja, cool. Was ist denn das? Das ist eine Versus Pinball. Flippern alleine ist da super langweilig. Hast du die selber gebaut? Ernst genau. Das ist aber nur ein Prototyp, also erzähl's nicht rum. Damit werde ich steinreich. Hast du Lust auf ein Probespielchen? Ja, klar. Oh, wo ist denn das Mädchen, das sie sonst immer arbeitet? Frieda, die hat frei. Die kommt erst in der Woche wieder. Ah, okay. Was möchten? Was ich möchte? Was möchte ich? Ich möchte endlich anfangen zu leben. Die ganze Skala des menschlichen Gefühlsspektrums erfahren. Mich verlieben, mich verstanden fühlen. Eins sein mit der Welt. Nicht ständig das Gefühl haben, was zu verpassen. Mich selbst verwirklichen und Menschen mit dem, was ich mache, tief berühren. Ein Whisky? Ja, ein Whisky. I can't sleep without you. I can't sleep at all. But that way I can't even dream about you. Whisky doesn't solve the problem. So please come back to me. Der Förster mit roten Backen und Augen, die bohrten, kam herbei mit Kalibern verschiedenster Sorten. Aug in Aug mit den tollwütgen Rabauken zielt er munter und kack, holt er das Tierchen vom Baume herunter.
Wenn ich jetzt einen Schnaps bei dir bestelle, schickst du mich dann gleich wieder nach Hause? Dann hätte ich ja meinen Job verfehlt. Ich sollte dich eher abfüllen. Den Alkoholiker heranzüchten. Du bist ja nicht der einzige Schlaflose, den ich hier nachts vor mir sitzen habe. Ich weiß schon, wie man mit euch umgeht. Wie läuft's denn mit dem Schlafen? Naja, ich frage mich, ob es vielleicht an meiner Matratze liegt. Und dann frage ich mich, warum sind Matratzengeschäfte eigentlich immer an der Ecke? Tut mir leid. Bei so vielen unlösbaren Lebensfragen sehe ich keine Hoffnung für dich. Du wirst nie einschlafen. Vielleicht bräuchte ich ja wirklich ein bisschen Hilfe. Wieso fährst du mit deinem Motorrad nicht eine Runde um den Block? Das Ding da draußen gehört doch zu dir, oder? Oh ja, damit wollte ich tatsächlich eine Reise machen. Gegen die Schlaflosigkeit. Aber? Bisher habe ich es damit nicht weiter geschafft als zu dieser Bar. Du scheinst ja ein Typ mit ganz großen Zielen zu sein. So schlecht ist der Laden auch wieder nicht. Aber stimmt schon, eigentlich würde ich lieber woanders hinfahren. Ach ja? Und wohin? Kommt drauf an, wo du wohnst. Soll ich dich später nach Hause fahren? Es tut mir total leid. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Weißt du, mein Kopf ist einfach so krass voll, ewig nicht geschlafen und... Schon okay. Es hat echt absolut nichts mit dir zu tun. Glaub mir. Mach dir keine Sorgen, ich bin eh total müde. Ich find's schön, dass du hier bist. Weil du dann nicht alleine schlafen musst, was? Willst du mir nicht eine Geschichte erzählen? Kennst du schon die Geschichte von dem tollwütigen Eichhörnchen? Na los, erzähl. Ja? Hallo? Ja, den kenne ich. Der ist mein Nachbar. Was? Mann, was machst du denn für Sachen? Das viele Joggen ist in meinem Alter nicht gesund, haben die Ärzte gesagt. Und ich soll das Rauchen aufhören, sagen die. Wieso bist du denn immer noch hier? Du hast es ja nicht weit gebracht. Lass uns mal aufs Dach fahren. Ach, man will im Leben alles immer nur richtig machen. Und macht es dadurch nur schlimmer. Hey, immerhin sind wir jetzt hier oben. Und du bist noch am Leben. Aber wir sitzen auf einem Krankenhausdach. Im Wartezimmer zum Friedhof. Ach komm, wie im Wartezimmer fühlt es sich doch so oder so immer an. Ob nun hier oder woanders. Ich find's gut, dass du noch nicht dran bist. Aha, Junge. Wie liebenswürdig von dir. Bist schon ein feiner Kerl. Drecksviecher. Schlafen. Vielleicht ist Schlafen vollkommen überbewertet. Schlafen ist wie tot sein. Ich streike. Ein Hoch auf die Schlaflosigkeit. Thank you.
Thank you.